Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, willkommen zurück hier zu Anstoß 3 mit dem Malbo. Hallo, warte mal, ich muss gucken, ob wir wirklich aufnehmen. Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, willkommen zurück zu Anstoß 3 mit dem Malbo. Hallo. Warte, ich Unbedingt muss gucken, ob wir nachkommen. wirklich aufnehmen. Ich grüße das Murmeltier. Es geht um den Aufstieg, also den haben wir schon im Sack. Es geht jetzt um den Meisterfeier. In the sack. Ja, die Meisterfeier muss man noch planen. Stimmt. Wenn wir das, ja. Wenn wir jetzt endlich ein Spiel noch gewinnen. Wir können dieses Jahr Meister werden, also zeigt es denen. Das wird jetzt wahrscheinlich nach hinten losgehen, aber Egal. hauen wir es raus. Genau. Jeder Fußballer will Meister werden. Ihr könnt es dieses Jahr schaffen, euch den großen Traum zu verwirklichen. Ihr könnt es dieses Jahr schaffen, den großen Traum zu verwirklichen. Was sagt der Marki Weber, die ganzen Formel 1 Stars? Oder Stars? Formel 1 Fahrer. Die alten Abspritzer vor allem. In die Fresse spritzen. Ja, tippt auf Newport, natürlich, Marki. Du hast ja genauso viel Grips in der Formel 1. 26 Mannschaftsstärke. Das sollte eigentlich klappen. Die haben kein Stadion, die haben eine Parade. Holprig, aber super, dass die Die Spieler einfach holprige Parade. das für uns nicht die Beine brechen. Von Michael Jackson begleitet. Doch, der hat aufgepasst. Juxe! Wenn das nicht das Tor in Richtung Meisterschaft war. Ich hatte was mit Jackson, Errol Flynn und Michael Jackson waren Boxweltmeister Halbsprech. 11. Minute, 11. Tor. Freddy, du alte Socke. Sind Stephen Hawkins umnietete. Nietete. Nietete. Oh, die sammeln gelbe Karten, wir sammeln Tore, so kann es weiterlaufen. Ach, wie auch ein Gäbe's? Nach fairem Tackling Das ist eine Scheiße. geht an Chapman vorbei. So, von dem Tor. Pass im Strafraum, jetzt hat er den Ball an Milton Jones bedrängt, aber jetzt ist jetzt der Augen kommt. geht vorbei, wer weiß mit Gefahr, fuck nicht lange! Fackelt lange! Schert der Ball nach außen ab. Wilmot schaltet am schnellsten schickt den Ball jetzt auf. Juxa! Und da hast du wieder eine Schwester, wo du dich befragen kannst. Ja. Aus. Juxa! Eckball. Rechtsseite, zu schlägt der Ball halt. Potsteig hoch und drüber. Und Schmodder den drüber. 80 Punkte auch für Southend, weil die führen gegen Morikampe. Aber das ist sowas von egal, weil die müssen. Da Juxa! müssen wir verlieren und das wird's wohl nicht werden. Craddock trifft aber einfach das Tor nicht. Na, da hat er aber auch schon eins, oder? Euch. Hat er nicht das erste geschossen? Doch, 11. Tor, genau. Nur Jux hat schon drei reingeballert. Ey, der Ballermänner. Ja. Können wir eigentlich nochmal auf Offensiv stellen? Hauen wir's raus. Warte mal, jetzt können wir die Ansprache nehmen. Ihr seid die geilsten Ficker. An die Ehre der Spieler appellieren, Donnerwetter loslassen. Macht sie fertig? Sie können nur einen hohen Sieg fordern, wenn Ihr Team ohnehin schon klar führt. Macht sie fertig. Funktioniert immer dann, wenn die Mannschaft mit mindestens 2 Toren führt, dann gibt es einen Bonus von 2% für alle. Läuft. Macht sie fertig. 4-4. Zieht denen die Hosen aus. 4-4. 8 zu 4. Wir haben es auch nur bei 3 Spielern geschafft, denen die Buchse unterziehen. Die anderen haben zu sehr gestunken. Es ist schon wieder eine viel zu lange Chance, da wird nichts daraus.
Außerdem spielen die auf Konter mittlerweile, also die ziehen sich jetzt voll zurück. No. Spielt erstmal zurück. Überlegt einen Moment und läuft dann davon. Läuft aus dem Stadion, will wieder. Reflex von der Sanctis. Platzfehler. Ein Ball wie ein Strich, Platzfehler. Was? Was tun die? Ich hab nur Strich verstanden. Gelbe Karten, sammel die. Das war ja hart pur, die ja im Wasser leben. Alter, was sammeln die für Karten, ey? Ich hab auch eine, wollen wir tauschen? Oh, Alter, nur gelbe. Hat keiner von euch eine rote? Die versuchen sich so. East! Und so versuchen sich durchzusetzen, den Ball zu kriegen, aber sie freuen nur die Spieler von uns. East! Das zweite Tor für Daniel. Spieler in der 5-0 weggefickt. Juxa Quedoc, Juxa, Juxa East. Und Juxa könnte jetzt auch gleich mit Kick sein. Und mit Quedoc. Schön, Glückwunsch für die gelben Karten. Respekt. Kann nicht jeder. Nicht jeder hin. Den Schiedsrichter so zu beeindrucken. Schiri hat die Dings offen. Die Lade offen. Boah. Alter, trotzdem ist keiner von den Torschützen mehr. Die alle Mansfeed, ey. Hutchinson. Aber auch alle mit 12 Toren da unten. Da Weber. Der Marc ja gut getippt. Ja, knapp vorbei, Marc. Wie beim WM-Titel. Juxa, Wallace und Potz. Der Elf des Tages. Nice. Nur 7000 Zuschauer. Na, die anderen werden sich ärgern, dass sie da nicht dabei waren. Reading? Auch nicht schlecht, denn Championship 6. Platz. Was haben denn die für einen Spielerkader? Federici! Sogar einen 9er haben sie. Sowas gibt's auch. Gunther. Gunther. Welcher Verteidiger? Dass ich sowas nochmal sehen kann? Chris Gunther. Oder Zweikampf und Schnelligkeit. Ganter, ja. Kann es sein, dass ich den nicht mal auch bei FIFA irgendein Teil mal ausgeliehen hatte? Für Dortmund? Ich glaube, ja. Der kommt mir so bekannt vor, der da. Programm näher kam sie. Der alte Sack. Die alte Wanderhure. Julia Roberts haben sie. 36. Ja, dann nicht. Kommt neuerdings aus irgendeinem Sonnenland, SOM. Dann nicht. Ja, gucken wir uns mal an, die Julia. Ganz unten. Jason Roberts aus sonstigen. Sonstige. Ah. Sonnenland. Aus dem sonstigen Sonnenland. Da, wo mir der Arsch auf Grundeis sieht. Wo die Sonne aus dem Arsch scheint. Kommen sie her. Liverpool, Thiago Lloris, Abiola, Alamenta, Stärke 8, ja. Nächstes Jahr können wir uns dann solche Ficker kaufen. Sind wir nicht mehr auf 7 beschränkt. Kotzak, Aston Villa, Kaiserslautern, Jesu. Kiss. Kiss. Nicht so gut. Der Radiergummi sieht so geil aus. Richtig so gut. So sehe ich aber aus, ablasse. Richtig guck gut. Bei, guck bei mir aus in der Wolke raus. Jungs, wieder abwärmen. Nix dabei. Geht's als nächstes? Ist mir egal, erstmal kaufe ich mir ein Mittelklasse-Fahrzeug, da ist was gefeiert werden. Ja, Geist effekt. Kauf mir endlich ein neues Rohr. Ich kauf mir endlich eine alte aus dem Katalog. Eine Penispumpe. Ja, klappt's auch wieder mit dem Glückstauch. Klappt's mit der alten. Es geht gegen Scunthorpe United. Weißt du, bei sowas kommen keine Interviews.
Dann kommt die Presse mal nicht vorbei und sagt, echt geil, du bist übrigens jetzt, hast das übrigens geschafft, du bist jetzt aufgestiegen und so weiter und Meister, bla bla, nix. Nee, verlierst du einmal, kommt's, ja! Du hast schon wieder so kacke gespielt. Generell ziemlich wenig. Ich hab mir doch irgendwie ein bisschen mehr in Erinnerung, dass ich das mehr kann. Irgendwie schon. Weil ich durch den Mod irgendwie so auch was verändert wurde. Wer weiß, wer weiß. Matt Sparrow. Aber ihr habt von mir gehört. Und Spencer gibt's auch da. Hallo Spencer. Bud Spencer. Bud Spencer. Button Spencer. Wasserfall. Was ein Fall. Oh Mann. Oh. Rückzieher. Was für ein Einzeltraining, habe ich ganz vergessen. Sally, du alte Klöte. Was haben wir? Kennst du? Hammer. Wir spielen gegen Skantorp. Skantorp, Absteiger. Vierter Platz, gut dabei. Rang 71, ja, 9 Punkte müssten sie. Ja, das werden sie wohl nicht mehr aufholen, aber sie sind ja dennoch in den Playoffs, wa? Platz 3 bis 6. Möglicher. Kandidat dafür. Mhm. Ja. Northampton könnte da auf Rang 7 auch noch rutschen. Exeter, da ist ganz schön die Puste ausgegangen. Die war mal Zweiter. Ja. Lange. Saison. Und Chesterfield geht jetzt am Ende scheinbar die Puste aus. Und was für ein Schiri haben wir denn in der Partie? Hätte 6. Dean. Wollen wir noch irgendwas Spezielles machen? Smith lernt bald. Elfmetertöter, dann geht er weg. Yeah. Ich weiß nicht, ob du schon hier einstellen willst, Meisterfeier und sowas zum Ende. Stimmt. Da will ich mich immer durchklicken wie ein Mongo. Wann wollen wir das machen? Ach, gibt's hier keine Meisterfeier? Was? Achso, das muss in dem richtigen Monat sein, glaube ich. Im Juni? Gibt's hier noch eine Saisonabschlussfeier? Gibt's die noch? Ja, die kannst du machen. Saisonabschluss 4. im Juni. Aber keine Meisterfeier, oder? Gibt's doch nur für die ganz großen Ligen. Komisch. Der macht das. Und da kannst du es noch nicht machen, keine Saisonabschlussfete. Ja, nee, das ist dann immer nur für die jeweiligen Monate, dann genau wie Weihnachtsfeier und so was. Ja, aber. Aber dann würde ich Saisonabschlussfete. Da ist ja nur noch Relegation. Saisonabschlussfete da auf jeden Fall machen. Vielleicht. Da irgendwann so. Sonntag oder irgendwie. Ne? Sonntag! Was du danach denn? Oder Samstag! Sowas, oder? Ja, dann machst du nochmal italienisch essen. Das für was aber, ihr habt doch alle Schatten offen, ey. Alter, ey. Nicht mal das gönnt ihr euren Spielern. Ey, guck dir die. Puffer ein, ey. Echt. Rausgeworfenes Geld. Ist doch bloß nach Reading gegangen, ey. Die hätten so gerne so einen Abschlussfeder mal 2 geschmissen. Und hier. Tut mir leid, Geeks. Du kriegst nichts zu saufen. Kein Wodka! Stock nüchtern, das ertrag ich nicht. Dann trete ich doch lieber noch einen Gegner tot. Jetzt können wir eigentlich wirklich die ganzen miesen Graupen spielen lassen. Schauen wir mal, wie ich es verwehren können von der Dings. Geht der Bonzen Garda weg? Ah, der ist noch verletzt. Reba können wir noch besuchen. Freut sich dir auch noch. Hab mich lieb. Noch irgendwas?
Wüsste jetzt nicht, wenn jetzt. Jetzt kriegen wir voll auf den Sack. Woche erstmal noch vormachen, ne? Mhm. Aber noch quatschen mit den Leuties. What the fuck? Ich hab habe Durst. Wir sollten nicht so viel hintereinander aufnehmen. Vier Folgen gehen schon. Erst ab der sechsten Folge fang an mit meinen Tippen. Links und rechts zu spielen. Oh Gott. Ja, nächstes Mal wieder alleine, glaube ich. Ich glaube, Joker hat nächstes Mal keine Zeit, was ich gehört habe. Nächstes Mal schläft er wieder. Ja. Joker schläft noch. Sieht man so das Skype-Fenster eingeblendet, die ganze Zeit. Malmo, wann spielen wir wieder? Yo, Bro, wann geht's weiter? Mit Cam. Malmo, ich bin fit, hallo. Hab hier das Buch wieder am Start. Warum hast du dich denn auf beschäftigt gesetzt? Spielst du was anderes? Hast mich nicht verliebt. Jetzt sag schon. So, also, leg los. Leg los, was willst du denn jetzt hören hier? Was haben sie? 33. Wieder nur 7000 Leute im Stadion. Hinspiel waren 4-2. Wir sind ja echt der rote Punkt, oder? Ja. Dass ich das auch mal gelernt habe. Ganz im Süden. Ich denke mir schon, wir spielen die ganze Zeit gegen Südländer. Warum waren wir denn schon mal im Wasser? Ja, zu sagen. Das sehe ich auch so. Wir sind die geilsten Fake-Weltmeister. Ach, vielleicht trotzdem nochmal probieren. Der Gegner liegt uns. Den Spiel hast du ja 4-2 gewonnen, ne? Ja, das können wir probieren. Bei Gegner. Oder bei. Na, Motivation eigentlich. Motivation. Der Gegner liegt uns. Wir haben die Hose voll. Wir haben die Buchse voll. Wir haben doch die Hosen voll. Eric Clapton. Der tippt für uns, das heißt, wir verlieren diese Partie. 50-33. Grüße an Kelly, der gerade schreibt, niemand mehr da. Hiermit vorher ist der vorher Pender die ganze Zeit. Hiermit weißt du, wir waren da. Es kommt vorbereitet mit dem ersten Angriff. Eric Clapton am Ball, was macht der denn da? Er schnappt sich den Ball und schießt ein Tor für Portsmouth. Durch der Santis kommt heraus und läuft weg. Ein Schritt nach vorne und wieder zurück. Wie der Joker bei International Superstars. Tanz zur Musik von Eric Clapton. Wenn Eric Clapton pfeift. Und zieht sich aus während der Musik von Eric Clapton. Portsmouth, 99 Punkte haben wir jetzt mittlerweile. Und sie schon zu wieder die Karte für Bots. Bots Blitz. Also Weltsfaul. Ist sehr gut. Wir gehen ja gleich wieder zurück. Aber das mache ich jetzt in der Pause. Ich bin zu müde zum Klicken. Ja, nächstes Mal gibt's Gelb. Streckt Vinal nieder. Oh, geil. Nein. Etienne. Sie für die falsche Ecke. Etienne. Isaias. Den Namen kriege ich schon, Pickel. Am Sack. In die Wolken. Juxal, kannst du besser. Potzi. Aber Potzi blickt's ja nicht, solche Ecken zu schießen. Nein, Etienne, lass das. Geh weg, Fohlen, aus. Hässliches Kind. Ah, schön, Thompson. Etienne zieht den Ball scharf direkt vor das Tor. Alter. Alles läuft ja. Muss ja auch unbedingt für uns tippen, der Kleppen. Der Kleppomane.
Offensiv! Und einkacken! Wen soll ich da? Da kann ich ja niemanden loben, ey. Niemanden aufwecken, nix. Na dann weiter im Spiel. Hast du Einsatz erhöht? Noch wen auswechseln? Nee, noch nicht. Wir sind aber hinterher, da müsste noch ein bisschen mehr Angriff vorne. Ja, ich denke mal, bevor sich die jetzt noch zu Tode rackern da und kaputt gehen bei dem Spiel. 100 Punkte Marke knacken. Knick, knack. Ach. Ja. Wichseln wir noch wen raus? Bartschirm, Potts, Wattmark. Vielleicht Zeusbar bringen. Zeus. Statt Ferry? Ja. Obwohl der Ferry freut sich, dass er jetzt mal spielen darf. Aber es stimmt, das zählt eigentlich schon als Einsatz, dass er mal spielen durfte. Außerdem hat er auch gelb da. Ja, dann. Weg ist er. Ups. Jetzt schon, in die Kabine. Haben wir noch ein LV irgendwo? Rumkreuchen und fleuchten? East eventuell. Weil der gelb gesperrt ist, der Potts, also eine gelbe Karte hat und zusätzlich eine 4er Note. Und die Ecke hat auch verkackt. Hat auch verschmoddert. Dann nehmen wir vielleicht Berko rein und setzen East darüber. Machen wir es so. Und dann weiter. An die Ehre der Spieler oder antreiben? Okay. Ja. An die Ehre appellieren ist jedenfalls nur einmal pro Saison möglich. Ein schlechtes Vorstandsvertrauen verschafft in Glaubwürdigkeiten angetasten. Spiel antreiben. Antreiben geht dreimal bis Saison. Die Mannschaft muss zurücklegen. Maximal 2 Tore. Aber das ist ja nur 1 Tor. Was ist verspotten? Wenn das Vertrauen des Vorstands weniger als 90% ist, gibt es einen Bonus von 4% für alle Spieler. Wenn die Mannschaft mit mindestens 2 Toren im Rückstand ist, dieser Einspruch das Jahr dreimal pro Saison möglich. Passt. Trifft zwar nichts zu, aber... Noch mehr werden! Vielleicht gehen sie es dann wieder gewesen. Gelbe Karte. Konzentriert weiter so. Was mit den Gamekarten? Kriegen wir hin. Alter. Hast du Rau noch eingestellt? Wirft kurz zu Spencer. Hockel gleich. Ne. Ja, come on, 120. Und pressen. 120% pressen. Kommt aber auch nichts. Wenn wir pressen, kommt nichts raus. Los, East. Wattmore schaut dich fragend um und kickt den Ball auf die linke Seite. Also, die Mitspieler wollen nicht. 5 Chancen fürs Kantorp. Da haben wohl wirklich zu viele miese Leute reingewichselt. Die eigene Mannschaft. 2 Chancen zu Hause und das. Nix. Die haben keine Tintenfüller. Die wollen keine 100 Punkte. Nee, nee, da ist der Block zu Ende. Wir können nur zweizeilig schreiben. 5 schwache Spiel. Strahlender Sommertag. Geht zu Ende. Strahlender Frühlingstag. Ist doch das Gleiche. Für mich war da atomare Luft. Strahlender atomarer Tag hier. Ja, nix dabei. Ja, ist ja noch wieder ein. Ja, natürlich. Ich glaube, die haben was gegen uns. Der wartet schon so in den Startlöcher. Nie. Wie der Spieler mal da aussieht. Das Mikrofon so. Voll riesig. Kopfgröße. Du bist schlecht Spieler, sie wissen schon, wie ich meine. Chat Wachmark, ja. Ja, das ist automare Wetter heute wirklich gut. Das passiert bei uns intern. Okay, okay, Themawechsel. Ganzen Kommerzialisierung, das ist mir sowas von egal.
Die sehen auch in England, die werfen doch nur mit so mit Pisse. Zu allen anderen Ländern. Tauchen sich die Spieler hin. Ja, machen wir das mit den Chancen, oder? Mit dem Strom mitschwimmen, ganz weit vorn. Nee. Und das machen wir ja. Ihr Fecker. Gehälter im astronomischen. Ah, nicht bei uns. Die Leistung der Spieler stimmt leider nie. Weiß nicht, was da passiert, wenn wir sowas sagen. Ist das dann negativ für die Mannschaft? Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie großartig das Auswirkungen hat. Ja, hau mal's raus, komm mal. Nach der Niederlage, kann man das ruhig sagen? Sie können zu ihrer Mannschaft, die wartet schon mit Baseball. Das genügt jetzt. Die Leistung stand nicht. Wir haben halt super gespielt, wir haben uns Fragen angeguckt auf dem Platz, was wollen wir spielen? Gucken so nach links und rechts. Du auch hier? Ich auch hier. Oh. Was sollen wir denn? So, du alter Wattenmock. Kommst du mal weg? Wattenmock? Haben wir schon zwei Spiele jetzt gemacht? Ich glaube eins, oder? Haben wir schon zwei? Wir auch. Ich weiß es nicht, aber wir waren ein Spiel davor. Was waren davor für uns? Das war bevor wir Meister geworden sind. Stimmt, dann haben wir schon. Ja, dann haben wir schon zwei. Hau mal das noch raus. Und dann haben wir die Woche quasi. Mhm. Nur noch vier Spiele. Okay, na dann machen wir das schnell. Noch irgendwas auswechseln? Gucken wir erstmal, was der Schiedsrichter so für eine Flippe ist. Ja, der 5, der Messias. Der Messi verkleidet als Ass. das Entfalten. Außer meinen Mitanalysator. Paint da mal wieder rein. Vielleicht DeSantis mal wieder. Sorry, hatte bei dem Gegentor auch keinen Bock. Ja, stimmt. Dann haben wir auch keinen Bock, den weiter zu einzusetzen. Ja, Kür vielleicht mal wieder für East von Beginn an. Mhm. Stimmt, ja, ist eh schon viele Einsätze bekommen. Vielleicht auch Ertl mal wieder. Oder Reason mal wieder im Sturm. Ja, für Craddock, weil Jux hat ja bislang, außer zwar im letzten Spiel. Wie schaut's mit der Motivation aus? Kitsu kann nicht. Gelb gesperrt. Maloney. Okay. Komisch, der hat so eine hohe Motivation, aber da haben wir den angekackt. Was ist da los? Wen hast du noch gesagt? Ertl vielleicht noch. Statt Rakon. Genau. Okay, na dann. Haben wir eh durchgewichselt. Jetzt los gegen den Spielmann. Bury FC. Bury FC. Auf der 8 sind Absteiger. Ja. Jensen im Tor. Der Elfmeter-Döder. Keine besonderen Eigenschaften. Außer, dass du gerade in die Pulle Pulle hast. Gibt es. Also, sag an! Ja. 20 Punkte Unterschied. Da gibt es die Möglichkeiten. Ja, geht sich aus. Ich habe eine kurze Vorstellung, dann klappt es. Mal wieder. Nee. Passt. Ihr müsst rackern und zackern. Das ist Flackert.
zu interessieren, natürlich. Es gibt für einen Promi-Team. Alter, der hat wieder zu viel gepullert. Hat wieder zu viel mit seinem Schnurrbart gespielt, glaube ich. Er hat schon wieder Tennis geschaut. In der Gig-Lane. Gig-Lane. Der Messi ist in der Gig-Lane. Guck mal, so, jetzt müssen die 100 Punkte mehr herkommen, da. Stürzt das Spiel ab, was? 100 Punkte? Geht doch gar nicht. Richtung Tor, Jensen zögert. Dahint. Und schlägt den Ball in Seiten aus. Major. Ecke für Ertl. Ach, das können die alle nicht. Brauchen wir ja wieder den Gixi. Ich merke wieder, die letzte Folge ist wieder so richtig geil, ja. Klappt jetzt vorne und hinten, ja. Painter. Eine Chance bisher nur. Das wird wieder eine super Spielbewertung geben. Reason! Hey! Fairy Vorlage, nice. Wir haben die 101 Punkte! Jetzt nicht verkacken, Leute. Charles Reason, loben wir den mal. Gerne. Sehr stolz. Das drucke ich mir aus und denke mir sowas wie sowas Bett und Wichs drauf. Ja? Entschuldigung. Bei Pass wird eher im gelben Bereich gehen. Ich bin da so ein bisschen nicht so riskant spüren. Na gut. Nur konzentriert weiter so. Oder gar nicht so. Leider. Wir behalten unsere Taktik bei. Schauen Sie sich Frage dann. Was für welche Taktik? Was für ein TikTok? Robert schaut. Julia Robert schaut. Geht an ihm vorbei. Lass den Ball halten. Kann ich mal an deinen Ball denken? Reflex von der Sand ist vor die Füße. Also, oh Gott, Alter. Vor die Füße. Vor die Füße gekackt. Der nimmt den Scheiß auf und tritt ihm das Hand ist voll in die Fresse. Oh Mann. Painter! Ach, come on! Hau ihn um den Jones! Offensiv vielleicht noch? Den alten Lappen! Wir sind schon, oder? Seite. Na, stimmt. Kann ich da auch was ändern? Stell dir vor, ein NPC spielt gerade denn der eine gegen den anderen. Mhm. Lass mich. Umtreten. Nein, Hockey. Ja, ist ja gut. Da wird eben wieder nichts draus. 74 du Major. Und 74 Echtminuten. In einer Serie, ey. Meine Fresse. Ja, ist ja okay. Ja, Seiten aus, danke. Elbe Karte wegen Meckerns, das ist dann nicht. Etienne Gwille? Da ist überhaupt niemand. Alter, wir bleiben wieder bei 99 Punkten sitzen. Mit 99 Punkten, da fängt der Aufstieg an. Mit 99 Punkten verkackt der De Sanctis. Morgen De Sanctis bester Mann, sehe ich eindeutig nicht so. Ich hätte dem auch keine Note, hat er sich, was er gekriegt hat. 3 oder so, sondern 5 hier. Messias, unauffällig. War nicht da. War unsichtbar. 2er Note, okay. Für was? Naja, dafür ist er ein Gegentor vor. Für das er noch lebt. Ach, hat überlebt. Naja, 99 Punkte, okay. 80, plus 80, schon. Exeter, jetzt auf 7, mittlerweile aus den Playoff-Plätzen gerutscht, oje. Oh. Die holen schon in Exeter, sehe ich jetzt schon kommen. Southend hat auch noch verloren gegen Accrington Stanley. Und die versuchen da hinten rauszukommen. Ja. Vorne hinten rausgekommen. Sind sie ja eigentlich schon. Und der letzte steigt ab. Ja, und Newport. Da sieht es dabei nicht so gut aus. 11. Tages, du sagst es ja klar, natürlich. 13. Platsch und 10. Platsch. Elton John, wir kommen.
Guess that's why they call it the blues. Ich glaube, wir beenden von hier. Ist ein tolles Lied. Silvio, Union, Clemens, Schalke, Cornel, Lyon. Well, McEachran, Scott McEachran, den hat man. Wen nicht, aber den hat man auch. Der Fußballmanager. Hat ein großes Talent. Zweikampf und Technik, ja, nicht schlecht, den hätte ich auch gerne. Vor allem einen niedrigen Marktwert eigentlich für das Talent und für die Stärke und das Alter und die Eigenschaften. Dem Spiel kannst du auch nicht danach gehen. Das ist nicht unbedingt der frischeste von allen. Hat noch ein Jahr Vertrag. Ich weiß nicht, wie sie es in der dritten Liga, ob wir den dann schon verpflichten könnten mit Stärke 9. Oder ob wir nur bis 8 verpflichten können. Das weiß ich nicht. Vor allem daran, wie halt geldmäßig, ob der vielleicht den einen oder anderen, der richtig viel Kohle bringt. Nee, es geht eher darum, ob wir das wirklich können, von der Stärke her. Weil einen Neuner können wir jetzt nicht verpflichten oder einen Achter. Okay. Wir können nur maximal 7er verpflichten. Die anderen sagen, nur keine Lust auf den Scheißverein. Okay. Weil zu weit unten. Ja, war ja damals 99. Ah, du hast ja immer nur in Dortmund gespielt. Heute sieht es anders aus. Heute lassen sie auch Spieler von Red Bull Leipzig verpflichten. Die spielen in der zweiten Liga. Nicht so. Alle Spieler sind derzeit einsetzbar. Nice. So, Jugendspielerabwehr, haben wir noch was dabei? Nein. Jemand auf den Fredder. Mr. Fredder. Mr. Schritt. Schredder Fredder. Was ist Krang? Naja. Okay, und dann haben wir noch 3 Spiele. Und dann ist es auch schon wieder rum, die Saison. Schon ist gut. Cool. Hallo, verliebst du dich, oder was? Das war geil, aber es war auch lang, so eine Saison in England. Mhm. Das war verdammt lang. Ja. Vor allem da unten mit so vielen Vereinen. Aber ich freue mich schon, wenn wir dann aufsteigen, dann wird es auch spannender, so von den Spielstärken her. Sehen wir das eigentlich da irgendwo? Ich glaube nicht. Schon voll panisiert. Kann man nicht die Folge wenden? Das habe ich nicht gesagt. Hier geht nur die ganze Zeit. Na gut. Viel mehr Russisch wieder reden in den Let's Plays und auch so in den Videos. Das macht Laune, das macht Fats. Und wir beenden jetzt die Folge. Eigentor haben auch eines. Chatbot. Ja. Juhu. Alter. Eigentor. Du besanktest du nach vorne Fauster und Gegner den Ball vorm Kopf drücke. Besser hätte ich es nicht sagen können. Was noch, aber zu möchte ich jetzt noch ein paar Mal einsetzen. Vielleicht klappt das noch, dass er eine neue Position lernt. Ich glaube, das gibt auch noch mal einen Boost, oder? Bei Auf- und Abwertungen, was ich so im Kopf habe. Wenn die eine neue Position lernen. Ich glaube auch, nie macht mit den Positionen lernen. Ich schon. Ich weiß. Du und bist den ja Geeks. Auch ein ausgekochter Fuchs. Ausgekocht. Ausgekocht? Ich hätte auch ausgekotzt. Ich habe ausgekocht gesagt. Na gut. Sollte ein Kompliment sein. So nett. Bitte. Na gut, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Anstoß 3 mit dem Jockel vielleicht. Wenn ihr mich unfall bis dahin passiert. Huch. Hallo Jockel, ich bin der Hart. Du jetzt nicht mehr bei Anstoß. Ich sitze mir oben über Skype sagen. Eingespielt hat 15,5. Nice. Siegesfinde war immer noch 10. Ja. Vielleicht sagen sie sich jetzt wirklich, ach, wir sind eh schon so weit vorne. Da ist kein Siegeswille mehr großartig. Das ist mir sowas von egal.
Wieso so Latop, wir gewinnen oder verlieren, die saufen uns einfach die Hucke anfressen beim Italiener, ohne dass der Trainer was merkt. Deswegen gibt's keine Feier. Die saufen doch wieder alles weg. Wir haben doch kein Geld. Jetzt kommen wir 82 Millionen versaufen. Alle dann in denen hier steckt. Aber da können wir jetzt nochmal eine harte Konditionswoche machen. Und wir eh nur das eine Spielchen da haben. Bald alles zu Ende ist. Aber noch Torwarttraining. Dann lernen wir unserem Schlüpper Johnny Smith noch was, bevor er weggeht. Oder in seine Pinse geht. Ja. Holmes kriegt nochmal ein Aufbautraining. Auch wenn der eh weggeht. Ach, scheiß doch der Hund drauf. Und dann, ja, vielen Dank fürs Zugucken. Lucky. Fürs Mitquatschen an den Juckel. Bitte. Bitte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bonzengal habe ich schon lange nicht mehr eingesetzt. Den werde ich mal gleich mal wie Kralin. Thompson, Cavallo. Ah, Cavallo. Thompson muss noch was werden. Na gut, dann danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt's fleißig in die Kommentare, wie geil wir sind. Tschüss. Ciao. 87 Tore bekommen. Mittlerweile Mansfield. 22 geschossen von Newport, Alter. Alter, guck dir mal an, dieses Carlisle United, 111 Tore. Bin schon rausgegangen. What? 111 Tore bekommen, Alter. Nice. Die haben es immer richtig krachen lassen in der Hause. Und der erste Milton Keynes 98 Tore geschossen. Hui, 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 hui. Saisonabschlussfete. Für rausgeworfenes Geld. Muss man das vorher bringen irgendwann? Doch, da geht's. Wenn ich es vor der Relegation bringe, geht's. Okay. Auch interessant. Nach der Relegation ist es rausgeworfenes Geld. Also nur zwischen der ersten und der zweiten Relegation. What the fuck? War 3 Tage lang Zeit für die Saisonabschlussfete. Hm. Da geht die Meisterfeier. Hm. Sollen wir beides machen? Ja. Saufen wir zweimal hintereinander uns die Hucke voll. Samstag Meisterfeier, Sonntag Saisonabschluss, bitte. Nice. Ja, das. Was sagt der Joker dazu? Jetzt geht's los. Jetzt schmudderst ab. Aufnahmen beendet. Ich Feuer frei. Also das mit dem Fußball, ja, das war ja schon zu unserer Zeit nicht mehr so wie heute. Das sind also schon die Schalker damals, ich kann mich noch dran erinnern, in roten Trikots aufgelaufen, nach einer Spende der SPD. Und das war natürlich verwirrend für die Fans der Schalker, die also dann für die falsche Mannschaft geschrien haben. Und dann haben wir die Spende zurückgezogen und die Schalker hatten wieder ihr Publikum zurück.